Mein Name ist Christoph Greiner. Mein Name ist Martin Ebert. Mein Name ist Diana Vandenberg. Wir stehen hier am Standort Stuttgart-Geisburg. Das ist ein Fernwärmestandort im mittleren Neckarbereich. Wir haben den Standort modernisiert, indem wir ein neues Kraftwerk gebaut haben. Und ich bin seit 2013 in der Projektleitung für dieses Projekt gewesen. Für dieses Projekt habe ich die Oberbauleitung gemacht. Ich bin Kraftwerksmeister, bin anlageverantwortlich für das Kraftwerk Geisburg. Der Vorteil der Neuanlagen ist, dass wir eben ein modulares Konzept verwirklichen. Das heißt, wir haben eben nicht einen Kessel, sondern fünf Kessel und nicht einen Motor, sondern drei Motoren. Und damit sind wir sehr, sehr flexibel. Die MAN-Motoren, die sind ja ursprünglich konzipiert worden von MAN für Schiffe. Wir haben das jetzt das Glück, dass wir solche Motoren benutzen können, um nicht ein Schiff anzutreiben, sprich einen Propeller, sondern einen Generator und gleichzeitig diese Abwärme, was ein Schiff nicht machen kann, zu nutzen für die Fernwärmeversorgung. Wir haben zusätzlich draußen noch einen großen Wärmespeicher, um die Wärme zu speichern, aber auch auszugeben, gerade in der Übergangszeit zwischen der Heizperiode und Sommerperiode. Da ist einfach dann Gas ein Energielieferant, der allein durch die Zusammensetzung einfach auch von emissionsärmer ist als die Kohle. Das sind vor allem CO2-Emissionen, die wir hier einsparen. Das sind ca. 60.000 Tonnen im Jahr. Also das ganz klare Ziel war, dass das Kraftwerk eben zum Jahreswechsel 2018-2019, sprich Ende Dezember, in Betrieb geht. In dem Kraftwerk habe ich natürlich irgendwo Altbestand, was die Sache schwieriger macht als auf der grünen Wiese. Aber man hat natürlich auch den Vorteil, man kann auf bestehende Ressourcen zurückgreifen. Für unser Bauvorhaben war das durchaus komfortabel. Da können wir alle zufrieden sein, wie das gelaufen ist und auch jetzt das Kraftwerk, wie es jetzt dasteht. Man kennt dann so die kleinen Geheimnisse von der Anlage, man kennt die kleinen Macken, die jede Anlage auch mal hat. Aber es war alles dabei, ob die Umsiedlung von Mauereidechsen, das ganze Thema Umweltschutz. Es war eigentlich einfach schön, das zum Abschluss zu bringen.